hast du uns jetzt, was hast du uns gegeben? Was hast du uns gegeben? Ich sag dir die Lehre. Okay, darf du hast uns nichts gegeben. Du bist gekommen, weil du innerlich tot bist. Nein, nein, nein. Du hast uns nichts gegeben. Von der Geschichte. Hey, chill, chill. Warte mal kurz. Hallo. TikTok-Anwalt, du innerlich tot bist. Ganz kurz, Brüder. Okay. TikTok-Anwalt, wenn dann haben die so sehr uns auseinandergenommen hat oder irgendjemanden auseinandernimmt, dann geh mal auf die Debatte zwischen Klaus und Hamdi und frag dich mal, warum er diese Debatte nicht auf seinem eigenen Kanal hochlädt. Hat er doch. Er hat Teile der Debatte auf seinen Kanal hochgenommen. Ja, Teile der Debatte, das macht er ja immer. Er hat ja auch das Come On Endpunkt rausgeschrieben. Frag mal hier. Schön bearbeitet. Die Debatte geht 4 Stunden. Aber ganz kurz, der Harut hat gerade was Schönes gefragt. Er sagt, warum bin ich reingekommen? Weil der Sinn der Geschichte ist, wenn ihr mit Leuten spricht, wie ich will jetzt nicht sagen, Mustafa hat kein Wissen, aber ich habe auf jeden Fall nicht viel Wissen, dann könnt ihr Sachen verdrehen, Lügen rein, ja, wenn du auch kein etc. Wissen hast, was willst du aber von mir? Aber wenn, hört mal zu, lass mich bitte zu Ende reden und dann kannst du reden. Aber wenn ein Hamdi kommt oder einer, der Ahnung hat, dann seid ihr alle leise. Was redest du mal? Hamdi hat mich blockiert. Was hat, seid ihr leise? Er kommt, ich bin Zeuge, nicht nur ich. Er kommt in meine Kommentare, fordert mich zu einer Debatte heraus. Ich komme 3-mal online und sage, dass ich hier nur für Hamdi bin. Und was macht er? Er blockiert mich. Und dann feiert er sich. Ich rede gerade mit dir. Und dann feiert er sich. Und ganz ihr glaubt kurz, ich rede gerade, habe ich nicht gesehen. Ganz kurz, ich rede mit Harut, weil dich kenne ich nicht. Ich habe nicht gesehen, wo du mit ihm live warst. Ich sag dir, was ich gesehen habe. Der Harut war vor ein paar Tagen live mit Hamdi. Alle Argumente, die der Harut gebracht hat, hatte er widerlegt und Verse gebracht von der Bibel, die nicht widerlegt werden konnten. Und ja, dann hat deine er Meinung. Harut deine ihn Meinung. Rausgeworfen, lass mich Stände reden, hat er ihn rausgeworfen und einen aufgemacht, ach, der ist jetzt verschwunden und so. Warum soll er verschwinden? Du bist ein Lügner, mein Freund. Du bist ein Lügner, weil dein Prophet ein Lügner ist. Weil dein Gott ein Lügner ist. Du bist ein Lügner. Beginn jetzt hier nicht wieder damit, Harut, ey. Das ist die Wahrheit. Salam alaikum. Das ist die Wahrheit. Guck mal, Leute. Und wenn du. Was sollte das schon wieder mit deinem Gott sein, Lügner? Was soll das? TikTok Mohammed, hör mal zu. Harut, ganz kurz. Wenn du doch so Jesus predigt und so. Pass auf. Erstens. Jesus. Pass auf, hört mal zu. Also, Hamdi hat sich auseinandergesetzt. Das war keine Debatte, mein Freund. Er ist wegen Abu Hanjar hochgekommen und wegen Ali. Ich höre auf alles, da war ich habe mit Leute Uncle Dawa diskutiert und das war ein normales Gespräch. Alle haben das gesehen. Er ist ja hochgekommen wegen Abu Hanjar. Alle haben das gesehen. Ja, wir haben das Video. Gesehen. Shake, warte mal. TikTok-Anwalt, das Video gibt es. Wir können dir das jetzt zeigen. Er redet mit mir gar nicht. Er sagt sogar, Harut, warte. Er redet gar nicht mit mir. Ich habe mit Onkel Dawa gesprochen. Haben die es hochgekommen? Warum und hast hat du dann Abu Hanjar, er hat Abu Hanjar Abu Dreck genannt, er hat ihn Neger genannt, er hat ihn beleidigt. Nein, er hat sich selber Neger genannt. Du lügst, er hat sich selber Neger genannt. TikTok-Anwalt, hörst du Englisch? TikTok-Anwalt, TikTok. Hat jemand einmal in deinem Leben Englisch gesprochen? Verstehst du, wie Englisch ich sprach? Kann man Englisch nicht übersetzen? Er ist mit mir hochgekommen. Er hat zu mir gesagt, dass am nächsten Tag ist er um 22 Uhr online. War er nicht, er war erst um 11 Uhr online. Ich bin zu ihm, hab gesagt, bist du online? Hat er so gemacht, er hat nichts gegen mich, auch wenn er denkt, dass ich ein Kuffar bin. Okay, ich habe mit ihm schon öfters, du bist ein Lügner. Wir haben noch nicht mal über die Bibel gesprochen. Okay, Harut, ich bin ein Lügner, mein Lieber. Ja, du bist hier, um die Bibel aufzuklären und du hast ja Wissen von deiner Religion, Harut. Stimmt's oder nicht? TikTok-Anwalt, du lebst im TikTok-Anwalt. Erstens, entschuldige dich, ich habe ihn nicht rausgeschmissen, entschuldige dich dafür. Nein, ich entschuldige dich dafür. TikTok-Anwalt, du lebst im Phantasialand. Okay. Guck mal, jetzt gebe ich zu, jetzt schmeiße ich ihn raus, weil er ein Lügner ist. Aber ich habe Hamdi nicht rausgeschmissen und ihr könnt gerne Onkel Dauer fragen, ich habe auch Onkel Dauer nicht rausgeschmissen. Der lebt aber im Phantasialand. Aber dich schmeiß ich jetzt gerne raus, weil du ein Lügner bist und dich nicht entschuldigst. Du möchtest gern TikTok-Anwalt. Liebe Leute, das beweist, dass dem sie folgen, ja, und der Gott, an den sie glauben, ein Lügner ist. Weil er selber lügt. Wo makr Allah. Was redest du?
Er ist der größte Listenschmied. Allah ist der größte Täuscher und Betrüger. Das Wort Makr auf Arabisch übersetzt auf Deutsch bedeutet Täuscher und Betrüger. Jetzt kommt er schon wieder der Nächste, der sagt, das bedeutet Planer. Hey, zeig ihm mal bitte, dass das nicht Planer bedeutet. Jetzt geht auf Google-Übersetzer, ja, aber geh doch auf ein Arabisch-Lexikon. Geh doch, schau doch mal. Kann man Arabisch nicht übersetzen, 1:1? Funktioniert das nicht? Jetzt geht schon wieder los. Man kann Arabisch nicht übersetzen, obwohl das 5 Millionen ist. Wieso springen die denn die ganze Zeit? Was war das jetzt schon wieder? Mustafa, das hat nur ein Arab, jetzt gehen. Ich hab schon Muslim, hat uns das hier bestätigt, was da steht. Das war Abu Merjan, der ja gesagt hat, doch, das steht da. Lass mich raten, das war jetzt wieder. Ich hab schon auf deine Übersetzung da gesehen. Ich hab das schon gesehen. Hallo. Ich hab das schon gesehen. Ich muss jetzt aber gehen. Ich hab schon vorher, vor 10 Minuten gesagt, ich muss gehen. Ich hab das schon gesehen, wie du das hier zeigst. Ja, genau. Alles gelogen. Immer gelogen. Wacht halt nicht mal auf, ey. Ohne Witz. Backback, Listig, Listenschmied, Täuschung, Betrug, Gerissenheit. Angst, da hat ein gutes Video darüber gemacht, wenn du willst, Post, ja. Bei Langenscheid zu täuschen, betrügen. Ja, okay. Langenscheid ist von Zionistin. Langenscheid ist von Zionistin. Merkt ihr das nicht? Arabisch kann man nicht übersetzen. Ja, Hamdi hat selber zugegeben, dass das Wort planen, aber planen im Verborgenen. Wenn du was planst im Verborgenen, dann willst du jemanden listen, betrügen, täuschen. Muss nicht sein. So, Leute. Muss nicht sein. Da seht ihr, was passiert. Er kommt hier einfach hoch. Er hat dich auseinander. Yani, das habe ich vor 20 Jahren gehört in der Schule, als ich im Elfmeterschießen verloren habe. Oder als jemand irgendwie beim Tischtennis auseinandergenommen wurde. Er hat mich auseinandergenommen. Yani, war das aber die jordanische Flagge da? Ich hab doch nur einen Spaß gemacht, mein Freund. Die jordanische Flagge sieht genauso aus wie die palästinensische. Weißen, roten Ding ist ein Symbol. Harut, jetzt werfen sie dir bestimmt vor, du hast Tischtennis gegen Muslime immer verloren. Und deswegen ich check echt nicht, wie können so viele Menschen auf einmal auf eine Lüge reinfallen. Das geht mir nicht in die Birne. Geht nicht. Habt ihr denn nicht 1%? Ihr habt doch Handys. Googelt's doch, Mann. Ihr Lieben, ich muss jetzt los. Lasst uns jetzt die Ruhe genießen, die Sonne genießen, das, was der Herr Jesus Christus für uns gemacht hat, uns geschenkt hat. Und danach reden wir nachher weiter. Wir sind hier immer da, um aufzuklären und um das Evangelium zu predigen, so wie es auch angefangen hat. Es war ein schönes Gespräch, Mustafa. Wir können gerne dann gleich weiter fortsetzen, wenn du die Quellen und die Kamera dann öffnest. Ich habe Medina ja eigentlich schon. Eben passiert. Wenn wir das mal mit der Kamera sehen und auch die Verse davor lesen, 25, 23, 24, 25, 26, dann können wir nochmal da reingehen. Danke, dass ihr da wart und Gottes Segen. Bis nachher, Lieben. Bis dann, Alter, Bruder. Ciao. Ich bin gleich auf die Krise, Grüße auch dir, Daniel. Gottes Segen, Mann.